Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe mal zwischen den Folgen wieder mal auf meine Karte geschaut, die ich hier habe, um ein paar Sachen abzuhaken. Und da ist mir aufgefallen, sieht zwar hier ziemlich leer aus in diesem Gebiet, aber es gibt unglaublich viele Raritäten zu entdecken, beziehungsweise kleine Story-Fetzelchen mit verschiedenen Personen und Leuten und natürlich Loot, vielleicht auch Special Loot. Und das ist unglaublich, weil nur schon hier in diesem kleinen Einzugsgebiet, also hier in diesen zwei Vierteln, keine Ahnung, gibt es ungefähr etwa 10 Stück. Was einfach crazy ist. Ich meine, diese ganzen Verbrechen sind ja schon unglaublich viel. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich alles machen möchte. Also ich würde gern, aber ich glaube, das Let's Play würde irgendwie 500 Folgen lang gehen. Oder ich mache das alles offscreen. I don't know. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder mal was leveln. Ich würde wahrscheinlich mal ein bisschen mehr in Coolness investieren, um Stealth-Fähigkeiten mehr freizuschalten. Speicherregeneration ist auch gut, nehmen wir gleich. Haben wir das schon mal hinter uns. Wie gesagt, da drüben gibt es unglaublich viel immer noch zu entdecken eigentlich. Und wir sind ja nun jetzt in einem anderen Viertel, was ein bisschen doof ist. Wenn wir ehrlich sind. Alter, was der Rückstoß. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier reingeraten sind. Das war unser einziger Ausweg hier. Valentinos. Da sind noch mehr. Gibt's hier noch was? Nur Hackstuff. Vielleicht ist das jetzt auch schon wieder irgendwas, wo wir irgendwas entdecken können. Arbeite für mich. Ich muss mal kurz den Hammer mal weglegen. Und probier mal den Revolver aus. Und gegen die Schrotflinte tausche ich was? Vielleicht das mal hier. No!
sehe sie nicht, aber ich schieße trotzdem einfach drauf. Ja, die macht das schon für uns. Was? Am Schluss noch einen Selbstmord hinten dranhängen? Okay. Why not? Right? Right. Du weißt, dass es da nicht weitergeht? Ist jetzt der Typ weg? Die hatten hier doch bestimmt auch irgendeinen Deal, vor der schief ging. Wo zum Teufel sind wir hier? Okay. Sebastian Padre. So, das war der Auftrag hier. Kann ich den bitte... So. Ja, jetzt sind wir halt hier auf dieser Seite. Machen wir halt das weiter, was wir eigentlich schon gemacht haben. Aber auf dieser Seite. Und dann würde ich sagen, nachdem wir das gemacht haben, geht es dann endlich weiter. Kein Auto klauen können wir gerade nicht. Schade. Polizei ist hier. Kurz mal speichern wieder zwischendurch. Attention all NCPD subcons. APB out for suspected organized crime activity on Skyline South. Primary target is Denzel Cryer, aka The Brain. Cryer leads a subgroup of the so-called Animals Gang, known to traffic the illegal supplement commonly called juice. City's got a reward on offer for neutralizing Cryer and his entourage. Okay, Eliminierung. Sprich, wir können sie umbringen. Cyberpsychose wieder. Ich finde das mega gut mit der Cyberpsychose. Wer hat das Auto hier drin so geparkt, bitte? Schießt doch nicht auf mich! Okay. Eigentlich könnten wir mal eine andere Waffe ausprobieren. Die hat nur Level 4. Ein Powermaschinengewehr. Komm, wir versuchen einfach mal ein paar Waffen durch. Bye bye. Der Selbstblitz hat auch ziemlich stark. You want more?
Da vorne sind die Bullen, da möchte ich nicht unbedingt hin. So schnell geht's, wenn wir eine helfende Hand haben. Die uns ein bisschen Arbeit übernimmt. Sie sind nicht hier weggefetzt. Aber Belastung initiieren. Bestellung von heute. Okay, Jums, aufgepasst. Das wird etwas aufwendiger. Wir müssen ein paar Schauspielern Juicy liefern. Ihr wisst ja, wie das mit denen immer ist. Keiner darf was davon erfahren. Also, hört euch um. Findet ein paar normale aussehende Jums und fordert ein paar Gefahren ein. Meldet euch, wenn ihr die richtigen Leute für die Juicy-Lieferung habt. Es gibt uns schön Peggy-Punkte, wenn wir die Kamera so hacken. Ah, hier haben sie ihre Drogen hergestellt. Wir zeigen die Kamera bitte hier nach hier hinten. Gibt's hier was? Nope. Geh gleich dort an PC. Gab's hier noch was? Gut gesehen von dem hier. Wahrscheinlich nicht. Und hier gibt es auch nichts. Dann war es das ja hier schon. Komischerweise wird mit ab. Noch jemand angezeigt, der oben ist. So. Ihr habt nichts gesehen. Ja, versuch's doch. Ach, schade, die, manche Türen sehen immer so aus, als ob man da rein könnte. Oh shit, sie kommen wirklich. Schnell da hoch. Ich
gleich da oben. Sieht spannend aus. Ich wette mit euch, das ist bestimmt auch so eine... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Eine Rarität. Wie es da auf der Karte angezeigt wird. Braindance. Verstanden. Diesmal gibt es leider keine Pornos. Eine Sache noch. Finger weg von den Waffen. Militech hat die verloren und will sie unbedingt wiederhaben. Deshalb verticken wir sie frühestens nächsten Monat. Wenn sich die Lage etwas beruhigt hat. Wenn du dich daran hältst, ist alles prima. PS. Wäre ganz nett, wenn du Nachrichten mit der Kennzeichnung wichtig oder dringend gelegentlich auch mal lesen würdest, damit du nicht jedes Mal aussiehst wie ein Vollidiot. PPS, Finger weg von den Waffen. Sorry, ich muss ganz kurz schauen. Es interessiert mich. Es ist bestimmt eine Rarität, kann ich euch sagen. Wo sind wir hier auf der Karte? Yes, ich hab's gesagt. Sie ist ja als Realität gekennzeichnet. Und genau solche Sachen meine ich. Es gibt tausende von diesen Dingen. Und das heißt, man müsste eigentlich wirklich die Welt unglaublich gut durchkämmen, um alles zu finden ohne eine Map. Ich meine, mit der Map ist schon schwierig manchmal zu erkennen, wo was ist. Das nächste ist da hinten. Auf jeden Fall sind wir wieder mal ein bisschen in einem Bezirk, der ein bisschen schöner ist. Wenn man sich das Ganze hier so anschaut. So wird uns da jemand angezeigt, der grün ist. Und dann andere Punkte, die hier rot sind. Vielleicht sind die unten unter uns. So, das ist die Drohne hier. Bombus-Drohne. Nichts drin. Ist das nicht die von N54 News? Libby Butler, nee. Johnny ist hier. Finger on the tree. Ach, shit. Naja, theoretisch ist sie das. Wir machen hier alle schön Selfies und Fotos. Und auch Hewan. What the fuck? Waffenglitch. Ah shit, die habe ich jetzt getötet. Alter, was sind das für Füße? Adrenalinkonvertierer. Nachricht an Dao Hyun. Meine liebste Schwester. Die Zeit der Rache und des weißen Lichts nahet. Die Zeit des frostweißen Chroms und der Verachtung. Wenn du im kalten, sterilen Krankenhauslicht erwachst, erinnere dich daran, wie du mich bei meiner Hochzeit gedemütigt hast.
wie ganz Night City mich ausgelacht hat. Und das war deine Schuld mit deinem Mr. Stadtstreich. Ich hoffe, meine Rache sagt dir zu, denn ich habe die hässlichsten Implantate von den schmierigsten River Dogs auf der Chick-Chick Street ausgesucht, um deinen so wunderschönen Körper ein wenig umzugestalten. Oh, ich... Oh, und fast hätte ich es vergessen. Ich heirate bald wieder. Meinen zukünftigen Ehemann muss ich dir wohl kaum vorstellen, da es sich dabei um deinen Verlobten handelt und du ihn gut kennst. Ganz genau, Kenny. Aber mach dir keine Sorgen um ihn. Er bemerkt den Unterschied bestimmt eh nicht. Schließlich war es noch nie die hellste Leuchte. War er noch nie die hellste Leuchte. Ich hoffe wirklich, dass du zu schätzen weißt, wie viel Mühe und Können in deinen neuen Körper gesteckt wurden, damit dein Äußeres endlich dazu passt, was für ein Monster du wirklich bist. Und so sehr es mir auch leid tut, aber du bist nicht zur Hochzeit eingeladen. Ich möchte ja nicht, dass all meine Freunde und Gäste vor lauter Schreck davonlaufen. Oder Kenny. Aber ich verspreche dir, ein paar Fotos zu schicken. Wir machen die Aufnahmen vor deinem Lieblingsrestaurant, damit du dir genau vorstellen kannst, wie dein Leben hätte aussehen können. Halte du, Schwesterherz, und schau bloß nicht in den Spiegel. Deine geliebte Schwester, Lynn. Alter, wie mies du bist, du kleine Bitch. Sorry, was? Sie hat einfach den Platz ihrer Schwester eingenommen, um ihren Verlobten zu heiraten. Zu heiraten, Anführungszeichen. Ein durchtrainierter Mann in einem billigen Anzug, ausgerüstet mit billiger, einfacher Cyberware. Am Set gab es wahrscheinlich Sicherheitsleute. Leiche. Legere Kleidung, kein Make-up, nicht kamerabereit. Wahrscheinlich Kameramann oder anderes Crewmitglied. Das ist wahrscheinlich Kenny. Getötet beim Posieren am Meer. Zur Frau kriechend, um vor dem Ableben ihre Hand zu halten. Alter. Wie mies ist das bitte? Gesicht identisch mit dem ihrer Angreiferin. Multiple posttraumatische Wunden. Mögliches Verbrechen aus Leidenschaft. Ist echt mies. Liebe Lynn, ich habe gehört, dass du dir Sorgen um die Security bei deiner Hochzeit machst. Das brauchst du doch überhaupt nicht. Du bist einer unserer größten Stars. Da ist uns doch nichts wichtiger, als dass du zufrieden und beruhigt bist. Ich würde absolut niemals zulassen, dass deine Schwester den schönsten Tag deines Lebens ruiniert. Ich werde mich selbst um alles kümmern, versprochen. Deine Sicherheit hat oberste Priorität und das wird sich auch nie ändern. Selbst wenn du dein Aussehen und dein Talent verlieren würdest, das wäre ganz egal. Außerdem liegt Dao doch im Koma und wird eh erst aufwachen, wenn du und Kenny schon gemütlich Melonen-Mojitos am Strand schlabbert. Also, Kopf hoch und mach dir nicht so große Sorgen, davon bekommt man doch nur Falten. Und deine Haut muss sich eh noch von der Transplantation erholen. Alles Liebe, Celine. Produktionsset, hochwertige Videoausrüstung, mehr Filmset als Fotoshooting. Aber why? Alter. Das ist mies. So, ich muss das nochmal von oben sehen. Junge. Einfach die eigene Schwester hat sie umgebracht bei der Hochzeit. Saigons ist es Behandlung. Die Szene beginnt damit, dass Kenny und Lynn bei einem Kaffee am Meer. Schild und Logo sind im Hintergrund sichtbar, ein wenig unscharf, aber noch leserlich. Für ihre Hochzeitfotos posieren. Ist das alles nur gespielt?
Bild wird gegen das Sonnenlicht aufgenommen, warmes Licht und Blendeffekte. Blendenflecke. Typische fröhliche Hochzeitsmusik läuft und man hört im Hintergrund das Murmeln der Gespräche der Gäste, darin gelegentlich ein lautes Lachen oder ein ausgelassener Ruf. Plötzlicher Stimmungswechsel, die Musik wird düster, der Lärm eines Motorboots wird immer lauter, das Boot nähert sich offensichtlich mit Höchstgeschwindigkeit. In der nächsten Einstellung ist es bewölkt, das Motorboot erreicht das Ufer, Kamera zoomt an die Gestalt auf dem Boot heran, eine furchteinflößende Doppelgängerin von Lynn, vollgestopft mit Chrom und mit einem Ausdruck von unendlichem Schmerz und Zorn im Gesicht. Es ist Lynns Schwester, Dao. Dao konfrontiert ihre Schwester wütend und wirft ihr vor, sie mit vergiftetem Wein in ein Koma versetzt zu haben, um ihr dann schreckliche Kampfimplantate einbauen zu lassen. Dao hebt die Arme, damit man ihre Implantate sieht. Die bunten Lichter der Hochzeitsdeko glänzen, flackern über ihre Chromarme. Lynns Gesicht erstarrt zu einer entsetzten Grimasse und die Musik steigert sich in einem dramatischen Crescendo. Naheinstellung auf Kennys verwirrtes Gesicht, während er von einer Schwester zur anderen blickt. Dao stürzt sich auf ihre Schwester, doch im letzten Moment schreitet die Security ein. Sie alle fahren gemeinsam hinab in die peitschenden See. Die letzte Szene der Staffel endet mit einem lauten Platschen. Ende der Szene. Okay, I see. Ich glaube, ich habe es langsam verstanden. Das war keine echte Hochzeit. Es war eigentlich eine Serie, die aber leider wohl tödlich für alle geendet hat, obwohl das nicht geplant war. So schätze ich mal zumindest. Oder war es ein Billy? Ein Dreh von einem BD. Könnte auch sein. I don't know. Aber auf jeden Fall haben wir das erledigt. Kann man da rein? Wahrscheinlich nicht. Naja. Aber die Beine sind ja wirklich krass. Fast schon so wie tentakelmäßig. Spannend. Da gibt es gleich nochmal eine Cyber-Psycho-Attacke. Die machen wir noch, aber wieder erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Cyberpunk 2077 und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. We'll be right back.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.